Hallo Freunde der Sonne. Ich wollte heute mal nicht aufstehen und in meinen Ohrensessel gehen, weil Mimi sitzt neben mir hier pennt. Und da ist die Gymnastikmatte. Kurzes Update. Also, ich war beim Hautarzt am 13. Ich bin froh, dass ich immer dran gekommen bin, weil die haben dann über 6 Monate Wartezeit und ich habe gesagt, ich bräuchte das wegen Geliste kommen. Okay, das ist kein Problem. Da war ich 7:45 Uhr bestellt, obwohl die erst um 8 Uhr aufmachen und der Arzt kam sogar auch Viertelstunde früher. Musste ich mir schnell nackig machen. Na, da hat alles kontrolliert, alles Roger. Dann haben wir es auch geklärt beim Hautarzt. Blut abnehmen muss ja jeden Donnerstag. Der HB-Wert war immer auf 6,1. Und jetzt war das so gewesen, dass wir uns mal ausgemacht haben, wenn was ist, ruft er an, wenn nicht, ist alles Roger. Und er rief an, da war aber schon, war ich bei der Krankengymnastik, da war schon die Praxis zu. Dann habe ich, ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil ich gedacht habe, Scheiße, Krankenhaus, Krankenhaus. Aber ich habe am nächsten Tag angerufen. Wir wollten nur Bescheid sagen, dass der Wert von 6,1 auf 6,7 gewandert ist. Und da ich sage, Mensch, das ist doch geil. Dann ist es das erste Mal, dass er alleine gestiegen ist, ohne was. Vielleicht liegt es ja doch an der roten Bete. So, da haben wir es auch geklärt. Dann habt ihr ja gesehen oben, Joan, der Spanier. Wer ist das? Warum? Weshalb? Wieso? Wir treffen uns diese Woche noch mit den Juan oder John. Das ist, also eigentlich macht er fast alles. Der ist Mentalcoach, Ernährungscoach. Geht mal auf seine Seite, dann könnt ihr schon mal gucken, was er so macht. Und wir treffen uns Dienstag über Skype und das werden wir natürlich aufnehmen. Und dann werde ich das wahrscheinlich nächsten Sonntag zeigen. Ich tue aber nochmal verlinken unten hier seinen Kanal bei YouTube. Haben wir es auch geklärt? Ach so, dann hat sich die Birgit gemeldet aus Thüringen vom Chat, weil ich mal geschrieben habe im Live-Chat. Oh, Thüringen, wenn ich das mal höre, denke ich mal an Thüringer Bratwurst. Und die echte Thüringer Bratwurst, die habe ich ja bestimmt schon. Oh, 10, 15 Jahre nicht mehr gegessen. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Und sie hat mir geschrieben, ich schicke dir das zu. Geil, da werde ich natürlich berichten. Und da werde ich natürlich gleich eine erstmal essen. Wenn man so lange keine Bratwurst, also eine echte Thüringer, das sieht schon mittelkomisch aus. Aber das zeige ich euch dann, wenn das Paket ankommt. Ja, das war es eigentlich schon vom Update. Ich, wie gesagt, ich muss jetzt jeden Donnerstag Blut abnehmen. Und aber bis jetzt sieht es gut aus. Muss ich echt sagen. So, Mimi pennt immer noch. Dann sagt man Tschüssikowski und wir sehen uns. Ich wollte gerne mal live gehen, aber das muss ich ankündigen. Ich, wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich im September viel zu tun habe. Und dann sage ich nochmal Bescheid. Aber ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein und bis dann, Tschüssikowski.